Erwartungen übertreffen. Weltweit begeistern. Auf dem besten Weg zu Nummer 1. Audi auf der Mondial de l'Automobile Paris 2010. Wie kann man Erfolg in der dritten Dimension erlebbar machen? Wie inszeniert man herausragendes Design und Vorsprung durch Technik? Wie schafft man ein Markenerlebnis, das alle Erwartungen übertrifft? Die Antwort heißt: über das Raumerlebnis selbst. Dynamisch fließende Freiformen ohne rechten Winkel brechen mit gewohnten Sehweisen. Das dramatische Spiel mit Perspektiven, mit Enge und Weite überrascht die Besucher. Skulpturale Formen machen die Dynamik der Marke spürbar. Eine ansteigende Kurve wird zum Kommunikationsboulevard. Er führt die Besucher durch alle Themen und folgt einer klaren Dramaturgie. Vom kleinen A1 zum großen A8 sowie zu zukunftsweisenden Konzeptstudien. Von technologischen Effizienzbausteinen zur Beweisführung in der Fahrzeugflotte. Design und Umsetzung gingen bahnbrechende Wege für eine temporäre Markenarchitektur. In nur 11 Monaten Entwicklungszeit und 240 Stunden Aufbauzeit wurden diese hochkomplexen Formen umgesetzt. Neue Materialien und Bautechnologien wurden erforscht. Zum Beispiel der Einsatz von Aluminium in sphärisch gebogener Form. Der subtile Einsatz dieses Markenmaterials trägt das Thema Leichtbau in den Raum. Freiformen und die elegante Linienführung, sowohl der Fahrzeuge als auch der Architektur, sprechen eine gemeinsame Sprache. Die Dynamik der Marke wird zum 360-Grad-Erlebnis. Der Funke springt über. Architektur und Inszenierung verschmelzen. Ein Markenerlebnis, das nachhaltig begeistert und alle Erwartungen übertrifft.